In meinem Projekt ging es darum, Wohngemeinschaften zu bilden, also die sich selber mit Energie versorgen. Und dies also mittels Solar-, Wind- und Wasserenergie. Und also die Energie wird dann in ein eigenes Netz eingespiesen und die Überschüsse werden dann in ein Kraftwerk weitergeleitet. Wie kamen Sie auf diese Idee? Also eines Abends hatte ich eigentlich nicht viel zu tun und habe diesen Flyer noch auf dem Tisch gefunden. Und dann habe ich einfach mal angefangen, mir etwas zu überlegen. Und in der Schule hatten wir gerade auch das Thema Energie und habe dann so Verknüpfungen gemacht und angefangen, mal das Ganze zu skizzieren. Jetzt haben Sie einen Reisegutschein gewonnen. Wohin gehen Sie? Also ja, die Reise wäre nach Paris, aber wann ich die einlösen werde, weiß ich noch nicht.